Moin Leute, kleines Haul-Video. Ich war heute im Lego Store Hamburg und habe mir dort drei Pick-a-Brick-Becher gefüllt und dann nochmal Minifiguren mitgenommen. Und zwar habe ich mir Ritter zusammengebaut. Sieben Stück konnte ich finden. Mein Sohn hat sich auch noch zwei Figuren zusammengebaut. Und als ich an der Kasse war, wurde dann so gesagt, ach, das sind ja einige Ritter. Ich sag so, ja, leider gab es nur ein Schild. Hast du gefragt? Ich so, nee, wieso? Ja, vielleicht haben wir noch welche im Lager. Und dann ist da noch eine freundliche Mitarbeiterin losgelaufen und hat mir nochmal 15 Stück geholt. Ja, das finde ich auf jeden Fall richtig klasse und toll von denen. Und die Ritterfiguren, die sind ja eigentlich auch ganz cool. Die gab es mal, also die Hose und den Körper gab es mal in der Minifiguren-Serie. Das haben sie jetzt wieder verwendet. Und dafür, dass wir aktuell keine Ritter haben, ist das der beste Weg, momentan an Ritter zu kommen über Build a Mini. Und dann gucken wir gleich mal, was ich so in diesen Bechern habe. So, da bin ich wieder. Und schauen wir mal, was ich gekauft habe. Erster Becher. Plates in Sand Green brauche ich für Seewelten. Ja, wenn ich jetzt noch mal einen Piratenmock bauen möchte und dann so ein bisschen Südsee-Feeling. Wer mal ein Piratenturm-Video gesehen hat, der weiß, dass ich die als Untergrund genommen habe für die durchsichtigen Fliesen. Als Füllkörper einmal eins in Rot und auch ein paar gelbe. Die Steine waren neu in der Wand. Kann man als ja, Kissen für ein Bett benutzen zum Beispiel. Das ist mir dazu eingefallen. Einmal Einser, Steine in Rot. Dann hatten sie auch Fliesen in Pink, Rosa, ja, die so abgerundet sind. Und dann habe ich mir hier diese großen Glaselemente mitgenommen. Ja, mit Hohlraum, und wenn man die so mit einem 2x6er Plate abschließt, dann kann man da Steine reinpacken. Ein Stein hoch, genau passt das nämlich. Das hier auch einmal mit den 1x1ern gemacht. Und ich habe, glaube ich, 20 Stück, also 10 so eine zehnmal so ein Ding hier zusammengebaut. Ja, im Deckel, ganz klar, klassisch. 2x4er Steine, ein paar goldene Fähnchen habe ich noch mitgenommen. So, nächster Becher. Deckel ab. Viermal-Vierer Plate in Tarn. Dieser Turm hat 55 Stück, 55 Plates. Die passen genau rein. 55 Stück. Ja, wie gerade eben schon in Sandgrün. Die 1x4er Plates und dann hier im Dunkelblau 1x2er Plates. Dann die 1x2er Plates in Weiß mit den Zähnen dran. Und vorher noch was. Ja, da war sonst. Achso, hier, oder? Nee. Und dann der dritte Becher. Ja, wie gerade eben die Glaselemente. Diesmal habe ich auf die Idee gekommen, oben noch eine Lage Plates drauf zu machen. Dann halten die besser zusammen. Und ich habe hier drin, in allen von diesen Glaselementen, die ich jetzt hier drin hatte, in dem neuen Becher, immer vier 2x2er Steinchen. Dann zwei 1x3er in Weiß und drei von den abgerundeten in Gold. Ja. Ich bin hier alle so zusammengebaut oder auch halt mal mit schwarzen 2x2ern. Oben im Deckel habe ich mir noch ein paar Plates oben mehr aufgemacht. Hier ist noch ein durchsichtiger mit reingerutscht. Feuer habe ich mit drin.
Die goldenen Elemente hier, die kennt man ja von den Autos eigentlich eher, habe ich mitgenommen. Hier nochmal drei Spinnnetze, glaube ich, eingepackt. Da noch ein paar 1x3er extra. Das waren meine Steine. So Leute, ich habe mal die neuen Ritter hier aufgebaut. Im Hintergrund seht ihr noch mal ein paar der alten Ritter aus meiner Kindheit. Die habe ich hier mal aufgebaut zum Vergleich. Hier links einmal der Ritter aus der Minifiguren-Serie. Und jetzt die neuen Ritter aus Build a Mini im Lego Store. Das Speer gehört natürlich nicht dazu, aber im Lego Store gibt es da keine Waffen. Das sind alte Speere, die werde ich dann nochmal austauschen. Ich habe sowieso mit diesen Figuren noch was vor. Und zwar möchte ich sowas machen. Ich muss mal gucken, welche Waffe ich dann dem Ritter, dem Geisterritter, Knochenritter, wie man den auch nennen möchte, dann in die Hand gebe. Ob es dann nun das Speer ist oder hier dieses komische, ich glaube, das ist ein Urukai-Schwert, ich bin mir da gar nicht sicher. Muss ich noch ein zweites besorgen. Wieder zwei Stück, zwei Schwerter in der Hand. In jeder Hand eins oder irgendwie ein so ein Speer plus vielleicht noch ein Schild. Und die Rüstung ist von Ninjago, der Helm auch. Ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut und sieht richtig fies aus. Könnt mir ja mal sagen, was ihr davon haltet. So Leute, hier zum Abschluss nochmal die drei Becher sortiert. Auf diverse Becher. Einmal hier die 40 Glaselemente, die großen Scheiben, die werde ich für ein Aquarium benutzen. Dann die 2x2er und die 2x4er. Die 2x6er Plates, ein ganzer Becher, 1x4er Sandgrüner. Hier die 55 4x4er Plates, der gemischte Becher mit den Lava-Feuersteinen. Die Autoteile aus Gold, 1x1er in Rot. 1x3er in Weiß, dann nochmal hier gemischt die Plates, 1x2 in Dunkelblau und diese weißen Zähne, drei Spinnennetze, die komischen Fliesen hier, die abgerundeten 1x2er Steine, ein paar Fähnchen und nochmal ein paar goldene Runde. So, das war's, es ist spät, es war heiß, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video, ciao!